Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PokeCraft. Ich werde heute versuchen, meine ganzen Pokémon zu entwickeln. Ihr seht ja, da fehlen noch ein paar Level. Pupita muss auf Level 55. Evoli soll nach Tara werden. Und ich würde gern Dragoran entwickeln. Ich weiß nicht, ob das alles in der Folge heute klappt. Ich fürchte irgendwie nicht. Vor allem das Dragoran ist, glaube ich, unrealistisch. Aber ich denke, Despotar werden wir auf jeden Fall kriegen. Und bestimmt auch nach Tara. Das wird schon. Ich bin positiv. Oh. Und ich verhungere. Ich möchte nicht verhungern, bitte. So. Hi, magst du kämpfen? So. Und auswechseln. Und dann wird er schon. Waterpulse. Bitte sei... Oh, es hat robustet. Schade. So. Pupita, noch zwei Level. Das kriegen wir hin. Das hört sich nicht unmöglich an. Ich bin ja auch in einem guten Gebiet zum Leveln, würde ich mal sagen. Alle vom Level recht gut. Kacke. Das ist hier nicht so gut mit dem Dickdreh. Na, ob wir das besiegt kriegen mit Pupita, ich glaube irgendwie nicht. Oder? Vielleicht doch. Aber ich glaube, ich muss dann Pupita eingehen. Deswegen greife ich eigentlich nicht Dickdreh an, aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, den habe ich schon eingesammelt, oder? Das wäre halt so krass, einfach fliegend zu finden. Dann ist noch ein Pokéball. Das ist schön, aber auf dem Sand sieht man die voll gut. Dann ist noch eine Stadt. Ah, das ist nicht fliegen. Bist du fliegen? Ich gehe mal in die Stadt da hinten. Auf dem Weg besiegen wir natürlich noch die Pokémon, die ich so finde. Da, das war daneben. Ah, Banui. Wasserpuls. Oh, es hat schon wieder Robustheit. Das ist gemein. Sehr schön. So, neue Stadt. Sind irgendwo noch Pokebälle? Ich sehe keine. Oh, doch. Oh. Das heißt, ich war schon in der Stadt? Na gut. Dann war ich schon in der Stadt. Ist okay für mich. Ich kann eben Pupita heilen gehen. Wenn ich schon mal hier bin. Wer schreibt denn da mit Caps? Okay. Jetzt wird es gleich wieder Nacht. Da muss ich dann auf Evoli wechseln und mit Evoli weiter trainieren. Damit das nachts draußen ist und der Rest des Tages über draußen, weil ich Angst habe, dass es sich aus Versehen zu Psyana entwickelt. Ich habe nämlich schon Psyana. Das muss nicht sein, noch eins. Weil meins ist ganz klein. Ich hoffe echt, Nachtara hat... Sah Nachtara gut aus? Irgendjemand hatte doch schon Nachtara. Ich glaube, das hatte schon eins von den schönen Models. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nein, nein, lass mich bitte in Ruhe. Trio. Wo ist es hin? Wenn die nicht Robustheit hätten, wäre es sogar noch viel cooler, hier zu trainieren. Aber haben sie leider nicht, deswegen... also haben sie leider. Sie haben es leider nicht nicht. So war das gemeint. So macht der Satz Sinn. Nein, das brauche ich alles nicht. Was ist das da hinten? Sind das Blumen? Ja, das sind aber seltsame Blumen. Machen wir noch einen. Ah, reicht leider noch nicht ganz zu Level 54. Leute, ich würde aber sagen, damit das nicht so ganz langweilig ist, werde ich hier die Folge ein bisschen schneiden, damit ihr die interessanten Sachen nur seht. Also wundert euch nicht, wenn hin und wieder was weggeschnitten ist. Ich werd ein bisschen das ganz langweilige Zeug rausschneiden. Hallo, Boss Makago. Du wirst dich also mit mir anlegen. Das ist schon fast down nach einem Angriff. Ja, gut. Mit zwei Angriffen down. Yay. Light Clay. Was auch immer das ist, ich will es haben. Was auch immer das tut. Warum habe ich zwei Sticks im Inventar? Das scheint mir nicht sonderlich sinnvoll. Oh, das ist ein Creeper. Das ist nicht gut. Creeper sind nicht gut. Da hinten ist noch ein Makago. Autsch. Und das ist ein Skelett. Ich hoffe ja immer noch die ganze Zeit, dass plötzlich ein Shiny auftaucht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht so schnell passieren wird.
Ein Flamara? Das läuft hier einfach rum. Ich meine, ich werde mich nicht beschweren, aber... Ich habe sogar Fans, die mir zugucken. Ist das nicht nett? Ich denke, das ist sehr nett. Das ist einfach Level 58. Ich werde jetzt versuchen, einen Quickball drauf zu werfen, in der Hoffnung, dass das drin bleibt. Ich fürchte aber irgendwie nicht. Ja. Das war's mit meinem Freundschaftswert. Das ist sehr traurig. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht one-hitted wird von einem Biss. Oh. Ganz im Gegenteil. Okay. Nochmal. Ich möchte gern meinen Kampf sehen und nicht nur Monster. Dankeschön. So, das sollte jetzt aber... Fies. Oh, das Ding. Das senkt die Genauigkeit. Das hat Blitzer schon die ganze Zeit gemacht, als ich das fangen wollte. Nicht down gehen. Danke. Was ist das da hinten? Ach, ein Makago. Das hat man nicht erkannt, wie das da steht. Okay. Ein Duskball. Das passt doch. Da es Nacht ist, ist die Wahrscheinlichkeit, das zu fangen, erhöht. Also alles gut. Komm schon. Ja. Okay. Catch the Night. Das war ein Achievement. Okay. Okay. Irgendwo war eine Stadt. Ich möchte gern zurück in die Stadt. Wo ist die Stadt? Stadthilfe. Ich hasse die Nacht. Ich meine, man kann cool Pokémon fangen auf so großen Ebenen, aber wenn dann die Nacht kommt, ist man verloren. Und zwar nicht nur ein bisschen. Kacke. Ich sehe es auch auf der Map nicht. Das war gruselig, okay. Vielleicht finden wir noch ein paar Pokébälle auf dem Weg. Oh, das war ein Pfeil. In der Nähe meines Gesichts. Ich habe das arme Evoli down gehen lassen. Dabei soll sich das doch mit mir gut stellen. Ich meine, ich könnte es jetzt... Ich könnte es mit dem Beleber einfach heilen, aber ich weiß nicht, wie Beleber funktioniert. Au, fies! Haben die mich angefasst und ich bin deswegen vergiftet? Ist das ein Witz? Ach du Kacke. Das ist nicht die Stadt, in die ich wollte, aber... Ist schon okay. Das Training läuft gut, Leute. Ich wollte es nur gesagt haben, es läuft ganz, ganz toll. Schauen wir mal, ob das für ein Level-Up reicht. Ja, es ist Level 55. Sehr schön. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht irre... Geil. Wenn das Ding jetzt verreckt wäre in der Entwicklung. Danke. Ich wollte mich schon beschweren. Yay! Guck mal, wie cool es aussieht. Hör auf. Ah! Es stirbt. Gehen mal woanders hin. Despota! Despota! Wo gehst du hin? Es steht auf einem Kaktus. Kann ich darauf reiten? Ja, kann ich. Yay! Oh, cool. Dann brauchen wir jetzt Arcani nicht mehr. Voll gemein, aber cool. Jetzt muss es nur noch Nacht werden, dann kann ich nach Tara entwickeln. Hoffentlich. Irgendwann. Aber ich meine, Despota ist hier schon mega krass. Und es ist auch voll groß, so, wenn man mal Turtok anguckt. Ja, es gibt größere Pokémon. Manche Leute haben ja riesen Arcanis. Aber Despota ist cool. Gefällt mir. Sieht schick aus. Sehr cool. Jetzt brauchst du nur noch einen coolen Namen. Ihr könnt gerne wieder Namen vorschlagen. Irgendwas Cooles, Kreatives. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir leveln weiter, nicht wahr? Der ist brutal. Ich glaube, ich habe hier was Interessantes gefunden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was das ist. Das ist eine Arena? Was? Okay. Na dann. Machen wir mal die Gesteinsarena. Sehr interessant. Level 32, okay. Ja gut, ich glaube, das sollte... Machen wir einfach einen Orden, random, zwischendrin. Ich meine, ich wollte zwar was anderes machen, aber gibt es nicht besonders Freundschaft, wenn man mit seinem Pokémon in... Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob das hier als Höhle zählt und es sich dann hier entwickelt. Oh, okay.
das Evoli. Ich habe halt Angst, weil es gerade wieder Tag ist, dass es sich dann im CERN entwickelt. Danke für die Entwicklung, für die Vergiftung. Irgendwie kann man hier ziemlich schlecht sein. Ich habe das Gefühl, mein Pokémon hat nicht genug Platz, aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Ja, gut. Naja. Wer von euch ist der Arena-Leiter, der da hinten? Keine Ahnung. Oh, schaut das mal an. Oh, ich habe Evoli rausgeschickt. Das war nicht der Plan, aber okay. Wenn es sich entwickelt, muss ich es halt abbrechen und wir machen das in der Nacht dann nochmal. Würde ich mal sagen. Nochmal. Waiting, nein. Fies. Die kriegen fast mein armes Pokémon down. Sie haben mein armes Pokémon down gekriegt, okay. Aber Erdbeben. Erdbeben tut jedem weh. Despota. So. Das war wohl nicht der Arena-Leiter, aber Enteron ist down. Also geht's eben zurück in die... Oh, kack, ich habe nichts mehr zu essen. Von wegen, es geht zurück in die Stadt. Ich bräuchte jetzt ein paar Gardens. Dafür muss ich aber komplett durch die Wüste durch. Ha, witzig, witzig. Oder so. Das können wir noch mitnehmen. Könntest du bitte gehen? Ich fühle mich belästigt. Er ist in der Gardens, wie schön. Das ist doch nett. Ich glaube aber, man kann nicht alles essen, was man hier aus den Gardens kriegt. Ja, zum Beispiel Kaktus kann man definitiv nicht essen. Glaube ich zumindest. Also soweit ich das mitgekriegt habe, kann man Kaktus nicht essen. Hoffen wir mal, das passt so. Und wieder zurück. Ich setze jetzt Enteron, dass ich das direkt werfe. Ach du Kacke, was ist das für eine komplizierte Arena? Okay. Okay. Jetzt muss man hier auch noch hochklettern, okay. Sehr interessant. So. Hi. Ich kann nichts sehen außer Stein, aber ich gewinne bestimmt. Ich denke, ich gewinne. So, ich habe tatsächlich gewonnen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Trainer hier drin sind? Das sind doch in den anderen Arenen nicht, oder? Oder? So, noch einer. Oh, der hatte nur eins. Ist das da hinten der Trainer? Was war das für ein Geräusch? Komm schon, geh down. So. Oh, wir sind ja immer noch nicht am Ende. Was ist denn hier los? Mein armes Pokémon, jetzt hast du es angegriffen. Ich hoffe, du hast ein schlechtes Gewissen. Hallo? Oh, der will nicht kämpfen. Wenn er nicht will, dann will ich auch nicht. Oh. Aber der wollte. Fies. Da hat einer Tarnsteine ausgelegt. Habt ihr es gesehen? Wie fies ist denn das? Oh, bin ich jetzt endlich mal am Ende? Das ist doch nicht zu glauben. Ich wollte nur eben schnell den Orden holen. Und dann sowas. Ich meine, Orden bringen hier nichts in dem Spiel, in Pokécraft, soweit ich weiß. Aber sie sind cool. Oh. Einer hat mich rausgefordert. Und er hat natürlich Tarnstein eingesetzt. Hey, Robustheit ist fies. Boah, ich habe davon nicht mehr viel. Wir setzen einfach was anderes ein. Oh, das hat nicht mal gereicht für einen One-Hit. Schade, okay. Okay. Rehorn sollte das auch für einen One-Hit reichen. Okay.
Güte. Was ist denn hier los? Wo bin ich? Ich wollte hier nur schnell durch. Ich kann doch keine Ahnung, dass hier 500 Trainer drin sind. Was zum... Wechseln wir mal. Okay, das macht natürlich jetzt viel Schaden, weil mein Pokémon so schwer ist. Erdbeben macht ja auch viel Schaden. Okay. Keine Ahnung, wer das jetzt war, der mich rausgefordert hat, aber okay. Das hier sind, hier geht's noch weiter hoch, aber ich finde, es sieht da aus nach Ende. Oh. Oh, Archen. Ja klar, das fliegt. Haha. Okay. Das fliegt auch, oder? Nein, okay. Oh, noch ein Archen. So. Erdbeben. Dass die alle schneller sind als Despotar. Wie unfassbar langsam ist Despotar? Das war mir gar nicht klar. Guck mal, bin ich endlich oben angelangt. Ist hier der Arenaleiter. Yay. Na dann. Ich sehe nichts. I will rock you. Nein, we will rock you. Okay. Ich kann die Perspektive nicht ändern. Schade. Das wäre jetzt cool gewesen. Oh! Habe ich mit einem KP überlebt? Vielleicht. So, Erdbeben. Oh, kein One-Hit, okay. Dafür hat es mich besiegt. Konfusion. Hat er das jetzt geheilt? Weil ich meine, ich konnte das vorher nicht angreifen mit Wasserattacken, aber vielleicht kam mir das nur so vor. Warum hat er denn zwei davon? Was ist denn los mit ihm? Oh. Das ist aber OP. Oder auch nicht. Ja, guckt mal. Und Smackdown. Sehr schön. Wo ist mein Orden? Habe ich ihn auf den Boden geworfen? Nein, da ist er. Sehr schön. Leute, wisst ihr was? Ich würde aber sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wir haben zwar Evoli nicht entwickelt, aber wir haben dafür einen dritten Orden geholt. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne wieder ein. Wenn es das nächste Mal PokéCraft gibt, bis dann macht's gut und tschüss.